Im heruntergekommenen Istanbuler Viertel Balat ist Fotograf Tolga Bayraktar durch die Gassen gestreift. Unter dem Motto, wenn wir lächeln, sind wir alle gleich, hat er 70 Bewohner fotografiert. Hier leben wir, die Bedingungen sind schlecht, aber wir sind trotzdem glücklich. Wir können noch lächeln, die Leute sollen das sehen. Ich bin davon überzeugt, dass wir alle gleich sind. Und weil ich denke, dass wir das den Leuten erklären müssen, habe ich bei diesem Projekt mitgemacht. Junge Frauen, alte Kinder, die Helden der Bilder sind in Schwarz-Weiß in ihrer alltäglichen Umgebung fotografiert worden. Die Ausstellung geht auf die Idee des französischen Fotografen Gière zurück. In etwa 100 Städten weltweit gibt es ähnliche Aktionen. Ziel ist immer, die Vielfältigkeit der Menschen zu zeigen. Das ist ein sehr religiöses Viertel und es ist multikulturell. Es gibt Menschen jeglicher Herkunft, wie Sie sehen können, und sie leben hier alle zusammen. Plakate sind an Mauern geklebt, das Lächeln auf den Fotos zieht Passanten magisch an. Der Regen verändert die Plakate, die Zeit, die Leute, besonders die Kinder, die Schnurrbärte darauf malen und alles, was so auf der Straße passieren kann. Die Plakate werden zerstört, sie werden eine gewisse Zeit bleiben, so lange wie möglich. Balat ist dabei, sich zu verändern. Mit den Häuserrenovierungen steigen auch die Mieten. Ärmere werden aus dem Viertel verdrängt. Und so wird auch die Ausstellung Inside Out bald Geschichte sein.